Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, mit einem neuen Odin war einkaufen. Ja, Mausi leistet uns auch Gesellschaft heute mal. Es ist Wochenende, das kam jetzt die Tage. Ich habe jetzt dafür gesorgt, dass die Kleine Müll runterbringt, Papier wegbringt. Hauptsache, ich habe jetzt kurz Zeit, damit ich euch das zeigen kann, weil da ist auch schon was für Weihnachten mit bei. So, das kam gestern, das haben wir heute erst vom Nachbarn geholt. Und zwar, den Link packe ich euch runter, das ist so eine kleine Spielekonsole. Sieht aus ein bisschen wie ein Gameboy, ist ein bisschen kleiner. Ich mache davon auch noch Bilder oder ich zeige es euch demnächst nochmal. Mal gucken. Akku ist drin wie vom Handy. Warte mal, kann ich euch auch zeigen. Scheiße, ja, machen wir jetzt noch schnell. So, hier haben wir dann halt die Spielkonsole so in schwarz. Also Konsole ist jetzt nicht wirklich, also wie so ein kleiner Gameboy. Ich erwarte davon jetzt ehrlich gesagt auch nicht viel. Hinten haben wir einen eingebauten Akku, also den wir auch rausnehmen können. Ich weiß nicht, ob man den auch nachkaufen kann. Der hat gerade mal 800 mA. So, schnell wieder einpacken, ehe sie kommt. Ist halt für die Autofahrt und so und da sind halt... So wie ich gelesen habe, alte, also es wird auch nur so ein Fake aus China sein oder so, aber da sind halt etliche Spiele drauf für die Autofahrt ganz gut. Und so, das noch schnell hier. Für mich halt auch, da ist so Super Mario drauf und sowas alles. Deswegen packen wir das mal schnell hier wieder ein. So, dazu kommen wir gleich. So. Und dann habe ich hier geholt. Moment. Bist du das, Schatzi? Ja, das ist nur meine Frau. So ein 3D-Stift ist eigentlich wie so eine Klebepistole, müsst ihr euch vorstellen, bloß kleiner. Und dass man kleinere Fäden machen kann, das wünscht sich meine Große schon ewig. Ja, da muss ich dann halt noch gucken. Ach so, hier kann ich euch auch zeigen. Das ist er. Ja, und da kommen dann halt hier oben das Zeug rein und dann kann man halt hier drücken und so. Und das ist halt wie so ein Stift, auch total leicht. Und dann kann man hier mit der Seite schön drücken und kann dann irgendwie Muster machen und was weiß ich alles. Und Figuren und ja, halt so 3D. Und wir haben halt einmal Orange mit bei, ein Stromkabel mit bei, Wandadapter und so ein Halter, was man dann halt auf den Tisch stellt. Was man auf den Tisch stellt und dann kann man den Stift dann da so reinstellen. Der funktioniert auch mit Akku. Ich muss dann natürlich noch Farben holen. Also so bunte, das sind so auch, sehen aus wie hier, so eingerollt Fäden irgendwie und da verschiedene Farben, dass er dann da auch was mit anfangen kann. So, dann müssen wir aber erstmal alles hier wieder verstecken, damit sie da nicht reingucken kann. Das mache ich dann nämlich ganz offensichtlich hier bei meinem Zeug einfach hin. So, leg den erstmal hier rüber, der kommt dann im Schlafzimmer in meinen Schrank versteckt. Und dann habe ich hier geholt von Intei so eine Kühltasche. Ich werde euch auch gleich alles erzählen, warum und weshalb. So. Hier ist er drin. So. Da ist er drin. Packen wir auch einfach mal komplett aus. Ich glaube, bei der Wart, da passen 20... Hä? Nee, die geht wieder zurück.
Guck mal, das ist total locker hier drin. Ja. War das damals auch? Aber guck mal, die ist viel kleiner, oder? Irgendwie. Nö, doch nicht. Wirkt nur so. Vielleicht wart bei dir auch mal locker. Nee, hier sind angenäht in den Ecken. Hier sind in den Ecken nicht angenäht. Nee, die waren alle vom Bild so und ich dachte, das ist, war damals auch so. Also dann habe ich damals eine andere gekauft. Oder eigentlich schon die gleiche, dann haben sie die jetzt geändert vom also ich zeige euch das nochmal, wartet mal, ich mach mal hier zu. So, das ist beide die gleiche. Beide von Inti, steht auch hier unten, Inti. Bei der neuen ist jetzt hier unten drin alles lose. Die neue gepolstert ist aber immer noch. Der Kreisverschluss klemmt auch. Da jetzt nicht mehr. Ist aber genau. So. Jedenfalls hier alles lose. Auch hier, man kann es hier aus der Ecke komplett rausnehmen. Ja. Muss ich mal hier alles verteilen, damit es dahin kommt, wo es hin soll. Das kann sein, dass sie Produktionskosten gespart haben, ja. Ja, hier sind auch, guck mal, hier sind auch ganz komisch, Hasen. Hier ist es so übergelappt, siehst du das? Ja, dann geht es zurück. So will ich die nicht. Nee, also die geht dann wieder zurück. Aber das Gute an der Tasche ist halt, dass ich euch mal zeigen kann, warum ich die jetzt nochmal bestellt habe. Auch hier. Ist ein bisschen dicker. War die denn günstiger? Nö. Nö, die war genauso teuer. Aber die habe ich halt, die habe ich vor fünf Jahren oder so gekauft. Da habe ich noch keinen Odin war shoppen gemacht. Nee, die hast du gekauft, nicht? Als wir schon zusammen waren. Habe ich die gekauft, als wir zusammen waren, ja? Aha. Dann ist sie 3 Jahre alt. Ja. Und die ist halt, weil ich 2 Jahre alt und weil ich jetzt öfters schwere Zeug geschleppt habe. Und der Henkel ist hier dran befestigt, auf der Innenseite geht er los. Und hier ist beim Runterfallen einmal kaputt gegangen. Ja, also die nehme ich jetzt zwar immer noch, aber hier ist der Stoff halt kaputt. Und deswegen habe ich gedacht, ich hole mir eine neue. Aber bei meiner ist es zum Beispiel so, dass das Silberne, das ist fest. Ja, also ich habe es hier in einer Ecke angenäht, in der anderen Ecke ist es locker. Hier ist es auch dicker irgendwie. Was hat sie denn? Ich nehme das Handy weg. Ach so, nee, Handy kriegt sie nicht. Hier wirkt das Silberne auch dicker. Das werde ich meine Frau gleich mal überprüfen lassen. Das sieht qualitativ hochwertiger aus, als das, was du jetzt da neu hast. Ja, finde ich auch. Die alte sieht hochwertiger aus. Also die neue wirkt jetzt nicht mehr so hochwertig. Ja, die neue sieht billig aus, um das mal auf den Punkt zu nennen. Ja, ja definitiv. Die wirkt ziemlich billig. Ne, die geht wieder zurück. Die geht wieder zurück. Warum, ihr wundert euch, warum die Kleine jetzt gerade heult? Die will unbedingt das Handy haben und die kriegt aber das Handy nicht. Also mein Handy. Also Schatz, das Handy kriegt sie auch nicht. So. Ne, die geht wieder zurück. An sich bin ich mit der Tasche echt super zufrieden. Die ist super geil. Also die alte. Und deswegen habe ich gedacht, ich hole mir die jetzt nochmal. Ja, jetzt ist das, geht das auch ja nicht richtig hier zu. Ist hier irgendwie Uffi-Yang hinten? Ach so, der Kleber ist Uffi-Yang. Okay, muss ich wieder zukleben. So. Also eigentlich, wie gesagt, bin ich mit der Tasche sehr zufrieden und wollte die gleiche Tasche jetzt nochmal haben. Aber da, also die ist jetzt, ich packe euch den Link in die Beschreibung, damit ihr wisst, welche ihr nicht holen sollt. Weil die ist qualitätsmäßig echt sehr minderwertig. Die kriegt auch eine schlechte Bewertung.
Also mit der bin ich echt nicht zufrieden. Nee, vielleicht ist das ein Produktionsfehler. Bestell die nochmal und dann kannst du eine Bewertung machen. Nochmal bestellen. Ja, aber die sehen alle so locker aus vom Silbernen her. Ich habe gedacht, das ist ein Irrtum oder das war bei der auch so, aber ich guck, zeig's dir gleich, Hasi. Also da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht zufrieden. Mit dem Originalmodell, also mit dem von früher, bin ich sehr zufrieden, mit dem jetzt nicht. Das geht zurück. So, nichtsdestotrotz, wartet jetzt. Ich habe gedacht, ich kann euch was richtig Cooles zeigen, weil die Tasche, wenn ihr die richtige habt, da, wo, wie in der alten, was ich euch gezeigt habe, da ist das Silberne, liegt eng an. Die Sachen bleiben lange kühl da drinnen. Man hat ein Fach, was man oben aufmachen kann, wo man Sachen reinpacken kann, dann macht man zu. Selbst das ist gepolstert, dass nicht die Kälte rausgeht. Also für unterwegs super, wenn man einkaufen geht, um die Kältekette nicht zu unterbrechen, super. Die ist wirklich echt geil mit dem Tragegriff. Man kann so halten, man kann sie so über Schulter schmeißen. Richtig geil. Aber das ist minderwertige Ware. So. Schade. Ich habe gedacht, das wird ein cooleres Odinwar shoppen. Leider nicht. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.